Ich nehme mal ein Video auf Hochkant. Dreht euch das? Ich setze eine Brille auf, obwohl ich kein Brillenträger bin. Trägert euch das? Ja, egal. Ich wollte über ein Thema reden, und zwar, ich finde, wir Menschen können von KI so viel lernen, weil wir beschäftigen uns eigentlich mit unserem eigenen Verstand und unserem eigenen Denken und versuchen es ins Praktische umzusetzen. Also wir gucken uns ja viel von der Natur ab und das Paradebeispiel sind wir selber. Wir kopieren, wie Kinder lernen und versuchen es auf KIs anzuwenden. Und ich hatte wieder so einen Klickmoment. Es gibt so ein neues Konzept sozusagen, und zwar, dass man KIs oder Robotern ein Verständnis über sich selber gibt, also dass man denen einen Verstand gibt von ihrem eigenen Körper, von ihren eigenen Bewegungsmöglichkeiten etc. und quasi simuliert, was könnte ich machen, was passiert und so weiter. So. Und dadurch kann dann die KI lernen und eben auch sozusagen predikten und simulieren, was sie jetzt als nächstes tun kann etc. So. Und kann daraus eben ja lernen. So. Bei uns Menschen ist es genauso. Und ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr Self-Fulfilling Prophecy? Na, warum frage ich überhaupt? Die können mir nicht antworten. Also selbsterfüllende Prophezeiung, das ist ja sowas, man kann es nicht wirklich beweisen, aber viele Leute glauben daran und ich glaube auch daran. Und zwar sagt Self-Fulfilling Prophecy, wenn du an etwas glaubst, also und wirklich stark daran glaubst, dann wird es irgendwann passieren. Und das ist kein Zaubertrick oder irgendeine Magie, sondern dadurch, dass du immer daran glaubst, prägt sich eben so ein Denken bei dir ein und du passt deine Entscheidungen daran an. Und ich finde es genau, also das erinnert mich stark an dieses Lernkonzept von der KI, also was ich vor kurzem halt gesehen habe. Und ich finde, das passt genau, also das passt zu uns Menschen. Wir Menschen tun auch ständig, also ich meine, dass ich gerade rede zum Beispiel, was ich sage und wie ich es sage, wie laut ich spreche etc., das nehme ich doch nur wahr, weil ich selber Feedback bekomme von mir selber. Ich meine Ohren hören, beziehungsweise meine Knochen, etc. Aber auf jeden Fall, ja, mein Mittelohr, was weiß ich. Aber auf jeden Fall nehme ich ja selber wahr, was ich sage, wie laut ich es sage, etc. Das heißt, ich monitore mich ständig selber und passe meine Entscheidungen an. So, wenn ich jetzt ständig glaube, ah, fuck, ich werde hinfallen, dann werde ich auch hinfallen. Einfach nur, weil mein Körper sich an diese Entscheidung anpasst und quasi lernt, hinzufallen, so krass es klingt. Und ja, was soll uns das sagen? Dass ihr einfach kleine Spastis seid. Nicht mehr und nicht weniger. Tschüss.